Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich wurde das erste Mal getaggt und möchte heute deswegen bei Beauty bzw. Schminktag mitmachen. Getaggt hat mich die liebe Nicole K. hier auf YouTube und ich verlinke ihren Kanal einmal in der Infobox. Guckt mal nach, sie dreht auch Videos auf YouTube. Und ja, ich mache heute beim Beauty-Schminktag mit und dann beantworte ich mal die Fragen. Erstens, was war das erste Produkt, das du dir jemals gekauft hast? Ich glaube, es war dieses Eyeshadow-Trio und ich muss es jetzt ein bisschen vorsichtig halten, weil ich kann es mal kurz demonstrieren. Da, es fällt raus. Das ist von UMA oder UMA in der Farbe 02 Beach Bunny. Falls das irgendjemanden interessieren sollte, wahrscheinlich gibt es das eh nicht mehr, aber gut. Das war sozusagen, oder soweit ich weiß, das erste Make-up-Produkt, was ich gekauft habe. Und die Lidschatten sind gar nicht mal so schlecht pigmentiert. Tada! Es ist sehr schön blau, nur leider trage ich keinen blauen Lidschatten. Von daher, ja, ich weiß auch nicht, was mich damals so geritten hat, das zu kaufen. Kann ich euch echt nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist, soweit ich weiß, das erste Make-up-Produkt, was ich mir gekauft habe. Nächste Frage, wie viel Nagellacke besitzt du? Ich habe gezählt, es sind ca. 70 Stück, allerdings benutze ich davon nur die Hälfte, also meine Essilacke und ein paar von OPI. Den Rest benutze ich eigentlich seltener, wenn nicht sogar nie. Auf jeden Fall sind das so, also eigentlich habe ich 70 Nagellacke, aber ich benutze die Hälfte, also ja. Dritte Frage, was war das peinlichste Erlebnis, das du in Sachen Beauty-Schminke erlebt hast? Also, ich glaube, die Art, wie ich mich mal früher geschminkt habe, ich habe wirklich keine Ahnung mehr, was ich damals so Schönes fabriziert habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich vor allem mit diesem schicken Trio mir da mal so einen schönen eisblauen Lidschatten auf mein Lid gespachtelt habe, aber so wirklich wissen tue ich das jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, dass ich mal so ein, also ich war mal unterwegs und habe mir dann, also hatte ganz trockene Lippen und habe mir dann einen Lippenpflegestift genommen und den schön erstmal auf meine Lippen aufgetragen und alle Leute haben mich dann so seltsam angeschaut und ich dachte mir so, ey, warum gucken die Leute so komisch? Aber dann, als ich zu Hause war, dachte ich so, okay, wie siehst du bitte aus? Ich habe ins Spiel geguckt und wirklich einen Schock gekriegt, weil ich ja diesen Lippenstift benutzt habe, beziehungsweise diesen Labello Baby Young Care Goodbye Lipstick. Den hier, das ist auch noch so, gar nicht so lange her, ich glaube das war vor ein oder zwei Jahren, keine Ahnung wann. Ich dachte, das wäre ein Pflegestift, wollte mir den schön großzügig auf die Lippe auftragen und dann war das aber so ein schönes Nude-Rosa. Und ihr könnt euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man so mit ganz hellrosa Nude-Lippen durch die Stadt rennt, die noch so ein bisschen über den Rand gemalt sind. Das sieht bestimmt sehr schick aus, kann ich mir vorstellen. Nein, also es sah wirklich schrecklich aus und seitdem habe ich auch so eine kleine Phobie mit dem. Ich benutze den nämlich nicht mehr. Auf jeden Fall war das so eine Erfahrung, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Vierte Frage, was ist für dich das absolute No-Go in Sachen Schminken? Also was ich ganz schrecklich finde, ist erstmal viel zu viel Make-up. So Leute, die sich dann, keine Ahnung, hier so fünf Pumpstöße Make-up aufs Gesicht auftragen, dann noch Concealer. Und was ich ganz schlimm finde, ist wirklich diese tätowierte Augenbraue und dieses... Ich mag es einfach nicht. Es ist halt meine persönliche Ansicht der Dinge. Kann sein, dass ihr es schön findet. Also ich möchte euch nicht angreifen in keiner Weise, wenn ihr irgendwie das gerne mögt. Das ist jedem selbst überlassen, wie er das trägt, aber... Ich mag es dann einfach nicht und was ich auch nicht gern mag, ist, wenn man so einen dunklen Lip Liner trägt und dann einen schönen Nude Lippenstift, also einen viel zu dunklen Lip Liner und viel zu hellen Lippenstift dazu. Was ich auch noch ganz schlimm finde, ist Selbstbräuner, viel zu viel Selbstbräuner, so dass man dann irgendwie nicht mehr so ganz schön aussieht, beziehungsweise einfach zu braun und zu... glänzend und gold und so im Gesicht ist das
würde ich auch nicht tun. Also ich finde, so ein bisschen Bronzer zu kontrollieren benutze ich selber, aber so Selbstbräuner, da, naja. Was war dein größter Fehlkauf? Also mein größter Fehlkauf war bis jetzt diese Mascara hier. Das ist von Maybelline, die Great Lash, Lots of Lashes Mascara. Das ist dieses Bürstchen hier. Fand ich zu Anfang, als ich die gekauft habe, ganz gut. Allerdings jetzt überhaupt nicht mehr. Also ich weiß nicht, bei Mascara ist es ja eh so eine Sache. Manche können diese Bürsten gut ab, manche können irgendwelche Bürsten schlecht ab. Wenn irgendeine Mascara mir jetzt zum Beispiel gut gefällt, muss das nicht unbedingt so sein, dass sie dir gut gefällt. Deswegen, also das ist immer so eine Sache, da ist es sowieso bei jedem anders, wenn das über Hautpflege oder Haarpflege oder ja, bei vielen anderen Dingen. Auf jeden Fall hat die bei mir einfach total die Wimpern verklumpt und ich konnte die wirklich nicht benutzen. Das war ja nicht so schön, also sah nicht so schön aus. Naja, also ich weiß nicht, was ich mit der anfangen soll. Meine Schwester hat, glaube ich, ein paar Mal benutzt, aber gut. Mal gucken, vielleicht ist es ja irgendwann mal so, dass ich sie in ein paar Jahren richtig, richtig gerne mag und immer benutze und sie in meinen Favoritenvideos ist. Ich weiß es nicht. Meinung zu Mascaras kann sich auch ändern mit der Zeit. Aber im Moment ist es für mich einfach ein absoluter Fehlkauf und ich würde sie mir auf keinen Fall wieder nachkaufen und ich mag die auch nicht so gern. Nenne drei Produkte, mit denen du nicht aus dem Haus gehen kannst. Also, da habe ich zuerst Concealer. Das ist von Maybelline der Fit Me Concealer in der Farbe 20. Man braucht auch kein Make-up zu tragen, wenn man Concealer hat. Also ich persönlich, ja, mir reicht Concealer einfach. Also ich brauche nicht unbedingt noch Make-up zu tragen. Und dann habe ich als zweites das Augenbrauengel von Catrice. Das ist der Lashed Brow Designer. Ich habe sehr, sehr lange und sehr, sehr wuschelige Augenbrauen. Und ja, die müssen dann auch schon mal gekämmt werden, damit die nicht ganz so unordentlich aussehen. Und dann habe ich noch von Astor die Long Life Waterproof Mascara. Ich brauche einfach noch ein bisschen mehr Schwärze und kein Verklumpen. Und das kriege ich bei dieser Mascara einfach sehr, sehr gut. Und deswegen gefällt sie mir auch und ich mag das Bürstchen sehr gerne. Das ist halt so ein ganz, ganz, ganz feines Bürstchen und es ist auch kein Gummibürstchen. Vielleicht liegt es auch daran, dass es nicht verklumpt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mag ich sehr gerne, habe ich super tolle Erfahrungen mitgemacht. Wenn ihr so ähnliche Wimpern habt wie ich, guckt euch die mal an. Wenn ihr einfach auf der Suche nach einer Mascara, die einfach so natürlich aussieht und einfach noch die Wimpern ein bisschen schwärzer macht und einfach so aussieht, als ob es eure Wimpern sind, aber die sehr, sehr schwarz sind von Natur aus. Und das mag ich sehr gerne und deswegen kann ich mit dieser Mascara nicht aus dem Haus gehen und genauso wie mit den beiden Loops, jetzt fehlt mir das alles um, anderen Produkten auch. Also mir reicht es eigentlich, wenn ich diese drei Produkte habe, vielleicht noch bisschen Augenbrauenpuder, um so hier vorne so ein bisschen die Stellen auszufüllen. Aber ansonsten war es das, mehr brauche ich eigentlich nicht. Siebte Frage. Gibt es etwas, was du schon immer einmal haben wolltest, die aber noch nicht gekauft hast? Ja, gibt es. Und zwar die Naked 2 Palette. Ich weiß, es gibt jetzt Naked 3 Palette. Allerdings, ja, sind das so rosa Töne und ich finde sie auch sehr schön. Aber ich glaube, die Naked 2 Palette ist eher was für mich, weil die Töne mir noch mehr zusagen. Auf jeden Fall ist es die Naked 2 Palette, weil ich die Naked 1 habe und die liebe ich einfach. Also seit ich die habe, benutze ich nichts anderes mehr, wirklich nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann musst du nochmal die Naked 2 Palette kaufen. Habe ich aber noch nicht gemacht, weil die gibt es einfach hier nicht. Und ich weiß nicht, wie ich da so gut rankommen kann. Ich werde es mir bestimmt irgendwann mal zum Geburtstag, zu Weihnachten, zu sonst was wünschen. Auf jeden Fall habe ich sie aber immer noch nicht gekauft und hoffe aber, dass ich irgendwann nochmal dazu komme, sie mir zu kaufen, weil die Farben einfach so, so schön sind. Wenn ich mir etwas nicht kaufe, dann ist meistens das, was mich daran erinnert, entweder, dass es hier nicht gibt oder dass es so teuer ist. Was ist dein absoluter Favorit? Mein absoluter Favorit ist auf jeden Fall die Naked 1 Palette. Und das sieht man hier, glaube ich, auch an. Die sieht nicht mehr ganz so schön aus, ist hier auch schon voll zerflattert. Also hier, Moment, wenn ich euch das mal kurz zeigen kann, hier so. Naja. Auf jeden Fall, das ist die Naked 1 Palette und
ich habe es euch ja eben schon gesagt, dass ich seitdem ich die habe, nichts anderes mehr benutze und das ist wirklich so. Also ich benutze nichts anderes mehr an Lidschatten, wirklich nicht. Vielleicht noch von Mac den einen oder anderen, von Catrice den einen oder anderen, aber das war's dann auch. Ich habe so eine riesige Palette mit, weiß ich, 120 Lidschatten, die benutze ich nicht. Ich benutze nur die, weil die einfach die perfekten Alltagstöne hat und ja, deswegen ist das auch mein absoluter Favorit. Welche Produkte brauchst du zum Überleben? Also eigentlich erstmal die drei, die ich euch gezeigt habe, mit denen ich nicht aus dem Haus gehe. Ich würde jetzt vielleicht noch sagen, Blush. Ich habe hier einen von The Balm, das ist der Instain, der hier. Und dann eventuell auch noch meinen Hoola Bronzer von Benefit. Den benutze ich eigentlich auch immer sehr oft und ja, wäre auch so ein Produkt für die Kategorie, ja, überlebenswichtig. Warst du schon mal in einer Situation, in der du eine Person am liebsten von oben bis unten umstylen wolltest? Weiß nicht. Kann sein. Weiß nicht. Also ich achte da jetzt eigentlich nicht drauf, wenn ich irgendwie einen sehe, der ja, vielleicht nicht so auf sein Äußeres achte, dass ich jetzt sagen würde, den würde ich jetzt so gerne mal umstylen. Ich habe meiner Schwester zum Beispiel mal bisschen umgestylt, so ein bisschen geschminkt, weil sie macht es halt selber nicht so gerne und da dachte ich mir so, hey, ich kann mich doch mal schminken, du bist jetzt mal mein Versuchsobjekt. Aber das war nicht, weil ich so gedacht habe, okay, sie ist jetzt voll nötig, ist nämlich nicht so, aber eigentlich war ich noch nicht in so einer Situation, von daher. So, das war's mit den Fragen, die ich beantworten sollte und ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Ich tagge die liebe Henny zu diesem Tag und würde mich freuen, wenn du mitmachen würdest. Der Kanal steht in der Infobox verlinkt und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video, wann auch immer das kommen wird und ja, bis dann. Tschüss!